Es ist Herbst, jetzt ist er angekommen, 1. November. Ein bisschen nass ist es, aber es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Heute die SWT 103 in der Vorstellung. Ja, ein bisschen was gibt es zu erzählen. Das ist also schon älterer Rahmen. Der ist auch schon durch eBay gegangen. Und der heutige Besitzer hat ihn bei eBay ersteigert. Oder bei eBay gekauft. Ersteigern tut man da ziemlich wenig. Und das ganze Motorrad ist eigentlich aus Gebrauchteilen zusammengebaut. Was ja oft bei uns so ist. In dem Fall ist es halt so, dass sich das ziemlich summiert. Wenn man viele eBay-Teile kauft, wird das Motorrad nicht billiger, wie man es glaubt, sondern meistens explodieren da die Preise. Wie jetzt da, das ist jetzt ein echtes Schalberheck mit einer Schalber-Sitzbank. Das kostet natürlich auch, wenn man es kauft. Das Problem ist einfach, dass das mit einem großen Dämpfer hier überhaupt nicht zusammengepasst hat. Wir mussten den Rahmen dann ändern. Wir haben es in der Flucht ein bisschen ausgleichen müssen. Also überall an dem Motorrad sind schon Anpassungen gemacht worden. Und da kommen dann Stunden zusammen. Vielleicht soll ich mal ganz sogar zurückgehen zum Beginn. Der Robert ist mit einem gelben Rahmen angekommen. Da war der Motor und das Getriebe schon drin. Und den hat er schon lang gehabt. Und den hat er schon so lang gehabt, dass wir den Motor aus dem Rahmen flexen mussten. Und die Stehbolzen, die Motorhaltebolzen, aus dem Motor rausfräsen mussten. Hatte ich in den 18 Jahren, die das Geschäft jetzt besteht, noch nie gehabt. Ja, und da ist es dann schon losgegangen, dass wir gesagt haben, alter Verwalter, da explodiert es jetzt einfach. Ne? Du fängst an, fräst Stehbolzen raus, du hast den Motor, weiß nicht, wie viele Stunden lang wir den gewaschen haben, bis der wieder ausgesehen hat wie ein Motorblock. Und mit diesen Teilen, das ist alles cool. Ich finde es ja geil, dass der bei jedem Wetter gefahren ist, aber für uns war das echt ein Riesenaufwand, dieses Motorrad so zusammenzubringen. Ja, so viel zu der Geschichte. Was haben wir? Einen verstärkten Rahmen. Wie gesagt, das Schalberheck, das ist der gebrauchte Ölinsdämpfer, der ist auch aufwendig überholt worden. Vorne ist es ein KDM 690 Gabel. Der Robert ist nicht der größte, deswegen ist er ein wenig rausgeschoben. KTM Vorderrad von der Firma Hahnwheels. Braking Bremsscheibe. Wer ein bisschen aufpasst im Video, sieht, dass die Hinterradfelge nicht dazu passt. Die neue Felge habe ich schon seit über 1,5 Jahren geordert. Es ist wirklich schwer, 40 Lochfelgen beizukriechen zurzeit. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ob das immer die Chinesen sind, die Japaner oder unsere Wirtschaft oder unsere Regierung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es gerade nicht. Hier ist der Acerbis Nost Kotflügel verbaut mit einer Kotflügelstrebe. Und das hier ist eine Kombination aus R90, irgendwas und unserem Instrumentenhalter. Das war auch eine richtige Bastelarbeit, bis das zusammengepasst hat. Natürlich haben wir den für 79 Euro fertig im Shop, aber das heißt nicht, dass der auf alles passt. Als Instrumenten, den Instrumentenhalter. Ach, das ist von hinten. An den Instrumentenhalter sind seitlich noch Büchsen angeschweißt worden, damit wir die Aufnahme haben für den Lichthalter und das Windschild. Hier haben wir fürs Schloss eine Halterung angebracht. Da ist der Drehteil. Wie so oft an den Fahrzeugen ist der Acewell-Tacho verbaut. Was ein wenig irritierend ist, ist die Leuchte in Orange. Also ich bin nicht farbenblind, sondern du bekommst keine roten Leuchten dabei. Ist auch kein Problem, das wird irgendwann ausgetauscht, kostet dann nochmal 18 Euro. Die kommen von Heller und nicht aus China, sondern Heller soll in Deutschland sein. Aber man sieht, wie die Engpässe langsam beginnen. Jetzt, weil das Licht gerade an ist, denke ich, ne, haben wir auch das Rücklicht. Das ist wieder Acerbis Nost, also wieder Vorderradkotflügel. Hier ist unser Lichthalter mit LED. Der macht ein sauberes Licht, der beleuchtet das Nummernschild auch schön. Bremslicht ist deutlich zu sehen. Was aber noch dazu gehört, ist immer für die legale Straßenbenutzung dieser Reflektor. Was ich toll finde, also irgendwann wird das Hinterrad ja mal zum Vorderrad passen, hoffentlich zieht das durch, der Robert. Was ich toll finde, ist der BSM Future Schalldämpfer. Den hatte ich auch mal auf meinem Motorrad verbaut. Und es ist immer traurig, dass solche Firmen vom Markt verschwinden. Der schaut toll aus, aber den gibt es leider nichts mehr. So muss man es sagen. Ich fand das total klasse und ich finde es schade, dass solche Marken verschwinden. BSM will komplett die Produktion von Schalldämpfern einstellen.
Wer die Radnabe sieht, der kann sich daran erinnern, was ich mit dem Motor gesagt habe. Also hat schon einiges gesehen. Kommt vom Salz auch, oder? Ja, Salz und Dreck und Pflegezustand 1b. Die Vergaser haben auch mal so ausgesehen, bevor wir sie überholt haben. Vom Design her finde ich das ganz gut. Man sieht halt, dass hier eigentlich der G-S-Tank sein sollte, ne? Vom Anschluss her. Aber das kann man alles sehen. Das ganze Motorrad sieht im Ganzen jetzt nicht schlecht aus. Ne? Was sehen wir auf dieser Seite? Also Edelstahl-Batteriekasten, Edelstahl-Seitenständer, Schaltrolle, Q-Tech, Fußraste von Motorbau und die Sozus-Fußrastenhalterung. Die kriege ich mal vom Ezza Racing. Muss man halt deswegen anpassen, wie es der Kunde haben will. Ne? Da kann man weiter reinschlagen lassen, das muss er alles erzählen. Wir mussten irgendwann mal aufhören zu arbeiten an dem Motorrad, dass es nicht so teuer wird. Wir haben dann mit dem Robert einfach mal einen Deal gemacht, dass wir jetzt mal aufhören und gucken mal, was er noch haben will. So, jetzt ist die Übergabe, es ist heute Feiertag. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um Motorrad zu übergeben. Neben mir ist der Robert aus München. Hallo. So, warum hast du dir so ein Motorrad zusammengebaut? Ja, es war eigentlich ein Projekt, das ich unbedingt machen wollte. Ich wollte mein 27 Jahre altes Motorrad endlich so bauen, wie ich es seit 27 Jahren eigentlich wollte. Und da habe ich mir dann geschaut, was ich alles machen kann. Und dann bin was ich war das für ein Motorrad, was du da umbauen wolltest? Das war diese GS. Wo der Motor rausstand. Wo der Motor, genau. Ja. Genau. Ohne verstärkten Rahmen, ohne Upside-Down-Gabel. Die Scheinwerfermaske war die allererste Scheinwerfermaske, die mir tatsächlich gefallen hat. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen und wollte seit 27 Jahren Scheinwerfermaske. Vorher war nichts dran. Eigentlich ist das Motorrad ursprünglich aus Schweinfurt gekauft, als Unfallmotorrad. Hat damals in 1994 noch 3.500 Mark gekostet. War komplett im Arsch, war ein Frontalunfall. War wirklich alles kaputt vorne. Und wir haben es gebraucht, wenn wir nach Mauretanien gefahren sind mit 3 GS'en. Und da braucht man wegen der Ersatzteilversorgung, braucht man drei gleiche Motorräder. Okay. Genau. Und dann haben wir aus der Unfallmaschine, an das Unfallmotorrad ist auch nur das dran gekommen, was man unbedingt zum Fahren braucht. Mehr war da nicht dran. Hast du den Rahmen damals richten lassen oder bist du dann der ist gerichtet worden. Und wer hat denn das gemacht? Der es immer macht in München. Ich habe den Namen vergessen. Von dem haben wir die Richtbank gekauft. Ah. Die steht bei uns jetzt. Ja, der spielt mittlerweile Golf. Ja, das Ding immer. Ja. Ist alt genug. Ne? Ja, der hat es im Keller gemacht noch bei dir. Ne? Damals, da waren nicht mal die Container vor der Tür gestanden von BMW, wo er die Rahmen nachrichten muss. Was hat man das erzählt? Er hat einen Haufen Rahmen dort gehabt. Richtig viel. Ja. Ja, aber Rahmen richten ist echt ein leidloses Geschäft. Also echt viel Arbeit immer. Muss man sich überlegen, ob ein neuer manchmal billiger ist. Dann hast du ihn richten lassen und bist mit den Basismaschinen, also wir reden jetzt von der Motor- und Getriebemaschine, mit der bist du damals nach Mauretanien gefahren. Wann war das? Das war 94, 95. Da hast du noch sportlich und jung ausgesehen. Genau. 95, jetzt. Mann, ey, da habe ich meinen Mofa-Führerschein gemacht, da hatte ich einen Bulldog-Führerschein zu der Zeit. Boah, einen Bulldog hätte ich lange gebraucht. Mauretanien ist geil, oder? Mauretanien ist super. Wir sind nicht auf eigener Achse runter, sondern wir haben das in Container verschifft. Nach Dakar, sind nach Dakar runtergeflogen, haben es dann nach langem Hin und Her aus dem Zoll rausgebracht, weil wir noch ein Pajero mit einem Gecko-Fahrwerk dabei gehabt haben. Das war vor uns schon in Dakar, das Auto, aber auf eigener Achse. Und dann sind wir mit dem Pajero und mit den 3 GS'en sind wir dann rauf nach Mauretanien, haben eine große Runde gemacht, war wunderschön. Das waren die maritime GPS haben wir dabei gehabt, Navi. Also wir sind querfeld eingefahren eigentlich mit den IGN-Karten, also mit Koordinatenkarten, mit Kompass und mit dem Navi sind wir gefahren. Wo habt ihr das Material geholt? Beim der damals? Oder? Nein, das war ein guter Freund, der hat uns das geliehen. Okay. Ja, genau.
Weil ich bin, meine erste Reise in München war zum Der. Ne? Also zum das Der, war, ja. Ja, das war so eine Ikone in dem Ganzen. Und das war ja eigentlich ein ganz kleiner Laden. Ja, ja. Und da habe ich den ersten Kontakt mit so etwas wie einem Computer gehabt. Das nannte man GBS damals. Die waren ja hoch kompliziert gebaut, ne? Die ja, ersten. Das war so ein Riesenteil und mit so einer Klappantenne. Ja. Ja, ja. War toll. Ja, also wer damit umgekonnt war, gut. Ich habe erst mal Einweisung gebraucht. Ja. Jetzt haben wir es ja geschafft. Wie bist du zu diesem Rahmen gekommen? Ja. Ich habe geschaut, was will ich. Wir haben zuerst telefoniert und dann sah ich auf eBay einen verstärkten SVT-Rahmen mit der Nummer 103. Da habe ich gedacht, das passt super. Bin ich, an meinem 60. Geburtstag bin ich dann das erste Mal zu dir hergefahren, habe dir das erzählt, dass ich den Rahmen kaufe. Da hast du noch nichts gewusst, dass da keine Papiere dabei sind. Ich auch nicht. Bin dann von hier aus an die luxemburgische Grenze ins Saarland gefahren, habe mir den Rahmen besorgt. Der hat den von einem Freund, der leider schon verstorben ist, gekauft oder bekommen und hat ihn mir weiterverkauft. Hat auf dem Kaufvertrag draufgeschrieben, dass er versichert an Eidesstatt, dass das nicht gestohlen ist und hat seinen Ausweis nur drauf kopiert und so weiter und so fort. Damit dachte ich, bin ich in sicheren Händen, kann mir nichts mehr passieren. Und dann hat der Manuel mir noch geschrieben, wir brauchen nur die, was war das? Eigentlich hätte man einen Brief gebraucht und von ihm eine eidesstattliche Erklärung, eine richtige konforme. Und ich muss dann zur Zulassung, nein, ich muss zur Polizei gehen. Ja. Ich war dann bei der Polizei, die haben mich zur Zulassungsstelle verwiesen. Bei der Zulassungsstelle waren sie freundlich, aber sehr bestimmt und haben mir erklärt, dass das nicht ausreicht. Da habe ich gesagt, das Motorrad ist schon fertig eigentlich. Ne? Also ich müsste dann alles wieder zurückbauen und mir eventuell einen neuen Rahmen kaufen. Das ist ja Wahnsinn. Und sie hat gesagt, ja, dann hätten sie das vorher besser vorher rausbringen sollen oder rauskriegen sollen und dann hätten sie sich diesen Ärger erspart. Dann habe ich mit dem Verkäufer von dem Rahmen nochmal Kontakt aufnehmen können. Das war der letzte Kontakt. Danach hat er mich geghostet. Da wollte er nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe gesagt, ich soll es bei einer anderen Zulassungsstelle probieren. Ich habe aber in München leider nur diese eine Zulassungsstelle. Ja, da hat man nicht so die Auswahl nach Zulassungsstellen. Nein. Bei mir hat sich das noch so ähnlich verhalten. Ich habe einfach mit Robert geholfen, um das kurz zu fassen. Bin auf die Zulassungsstelle, habe den Eidesstatt abgelegt. Aber das ist eigentlich das, nicht das, was man für Kunden machen sollte, weil es wirklich schwer ist, das als Auftragsarbeit zu machen. Der in der Zulassungsstelle fand das auch nicht so toll, was ich da mache. Und hat es dann noch ein bisschen, glaube ich, wegen rausgezögert, den ganzen Spaß. Letztendlich ist jetzt ein Nummernschild drauf. Das Ding ist fahrbereit. Gott sei Dank. Ich bin froh, dass wir es dir übergeben können. Fertig ist es aber noch nicht. Das ist, das wächst noch. Also irgendwann soll der andere Hinterradfelge, der Reifen liegt schon da. Ja. Das sind so Sachen, die einfach gerade nicht herzukommen sind. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob sich jetzt gerade wiederholt. Ich hoffe, dass du jetzt eine schöne Zeit damit hast, mit dem Motorrad. Ja, ich habe am Donnerstag hab ich einen Termin bei der Zulassungsstelle, mittags. Und am Samstag fahre ich entweder mit dem Motorrad auf eigener Achse, je nach Wetterlage, oder eben schmeiße es auf einen Anhänger, das Motorrad, und fahre über die Berge in wärmere Gefilde. Und dann werde ich es erst einmal ausprobieren. Ja, ja, machst wegen Italien, ja, Pizza essen. Aber Wochzeit. Das ist doch cool, würde ich jetzt auch gerne machen. Ja, genau, jetzt auch was Gescheites gelernt. Ja, beim nächsten Mal. Haben wir Chef immer gesagt. Habe ich zu meinem Chef immer gesagt. Ich danke dir. Ja. Dass es so geklappt hat mit dir. Ich bin auch froh, wünsche dir schöne Zeit. Ja. Wenn was ist, meldest dich bei uns. Danke, Johannes, fürs Filmen. Jetzt gehen wir in den Feiertag über. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald, euer Manuel von SWD Sports.